Okay, nächster Versuch. Vielleicht probieren wir doch erst wirklich die letzte Stelle. So, okay, der Fremdling ist noch markiert. Gehen wir hin. Wir probieren jetzt erstmal wirklich den letzten Punkt. Weil so wirklich komplett im Dunkeln durch einen Wald. Ich meine, mit Orientierungspunkten durch ein Haus. Oder andersrum, durch ein Haus. Wo wir halt links und rechts noch so ein bisschen, wenn wir mal kurz was illuminieren, einfach die Wände sehen können. Okay. Aber hier jetzt im Wald hatten wir keinen richtigen Anhaltspunkt, sondern nur, ja, die sind da hinten irgendwo lang gegangen. So. Jetzt noch runter. So, 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 so. Weiter, weiter, weiter. Ich bin gerade überlegen, nein. Wieso soll ich den Damm hoch, wenn ich einfach hier runtergehen kann? Weil ich muss ja sowieso mit dem Floß hier lang. So. Ich weiß, hier gibt es auch irgendwie ein Achievement, möglichst schnell hier überall durchzufahren. So, aber okay, warte, bevor wir jetzt halt... Ich hätte das Ding mitnehmen sollen, egal. So, gehen wir erstmal hier hin und gucken mal, ob wir von da... So, in die innere Unbereitheit, oder wie ich das nennen soll, hineinkommen. Ich bezweifle zwar, dass wir von hier aus rüberkommen, dass wir vielleicht wirklich erst auf den Dammbruch dafür warten müssen. Aber wer weiß. Von hier aus kommen wir auf jeden Fall nicht dahin. So. Nee, wir auch. Wie auch? Wie sollten wir? Ich meine, hier haben wir ein paar Dias. Hier können wir unten schön lang. Nö. Ich sehe vor dem Dammbruch gerade keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Deshalb gehen wir jetzt zurück. Wir gehen wieder Richtung verborgene Schlucht. Ja, und schauen, bevor jetzt gleich der Damm bricht, wie wir überhaupt an was vielleicht auch in diesem einen Tunnel ist. Bevor wir wieder in die Traumwelt gehen. Weil es lohnt sich ja erst so richtig in die Traumwelt zu gehen, wenn wir wirklich nachher wissen, wo müssen wir denn wirklich hin. Was suchen wir da? Wie kommen wir dahin? So. Und da fehlen uns ja immer noch so ein, zwei Checkpunkte. Zumindest fehlt mir das eine Dia noch. Damit ich weiß, was ich machen muss. So. Ich will unbedingt wissen, was ist denn da? Sind das zwei Floße, drei Floße, die da einfach so verkantet sind oder wie? So, okay, da, wir müssen da oben einmal rüber. Und liebes Spiel, bei 60 Frames solltest du nicht so ruckeln. Aber ansonsten das Spiel, das hat eine geile Optik. Ich finde die Atmosphäre super toll. Jetzt mal abgesehen von der Echoes of the Eye Atmosphäre, die einfach generell ein bisschen gruseliger ist, aber die Spieloptik, die ist der Hammer. Also ich mag diese reduzierte Darstellung, wie Murdo schon mal auch richtig meinte.
Ja, das ist, das kommt dem Sea of Thieves Look ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Es ist halt ein bisschen comichafter, bisschen reduzierter. Ja. So, und hier konnte man. Sag mal, oh, ich. Ja. Ich bin ein Dumbo. Okay, nämlich von da kann man ja nur über dieses Außending rein. Achso, jetzt auch nicht. Oh, toll. Okay, gut. Okay, mehr war das gar nicht. Als, hey, du kannst hier jetzt noch weiterfahren wieder. Ja, hier haben wir natürlich jetzt keine tolle Laterne. Oh, Kacke, Mann. Okay, die Sonnensegel sind noch gar nicht ausgefahren. Das heißt, wir können noch eine neue Runde drehen. Dann wäre es vielleicht auch interessant, mit der nächsten Möglichkeit, wo wir uns eine Laterne holen können, auch nochmal hier zum Sarkophag zu gehen. Und da nochmal zu Ende zu erkunden. Das hatten wir beim letzten Mal ja nicht geschafft. Einfach aufgrund dessen, weil es Achso, das sind gar keine Gläser. Das sind alles. Sind das alles so digital Anzeigen? Ach so, okay. Ich verstehe es so ein bisschen. Dadurch, dass diese Sonnensegel aufgehen, das Schiff beschleunigt, kriegt diese ganze Struktur einen riesigen Ruck. Dadurch wird der Damm in Mitleidenschaft gezogen. Ich dachte halt irgendwie, das hat mit der Energie zu tun, aber das hat wahrscheinlich einfach mit so einem Ruck, der durch die Station hier geht, zu tun, der ja das Ganze dann halt aufgrund dieser alten Struktur langsam kaputt macht. Wieder zur verborgenen Schlucht drüber. Konnte man hier zurückfahren? Nein. Wir müssen erst auf den Dammbruch warten. Für die Laterne mussten wir, glaube ich, erst da zum Dia-Raum rüber, ne? Ich glaube, ich werde langsam dement, ey. So oft, wie ich in letzter Zeit Sachen wieder vergesse. Nein! 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 Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Nein, lass mich doch bitte wenigstens den beschwerlichen Weg irgendwie hochkommen. Och, Scheiße. Komm, mit dem Floß hätte ich es auch niemals geschafft, hierhin wieder zurückzukommen. Okay. Wie komme ich von hier jetzt ganz nach da oben hin? Hat's gereicht? Und da wachen wir auf. Okay. Auf zur Schlucht. Dort holen wir uns dann die Laterne. Und erkunden nochmal das Haus, während es hell ist, damit wir nicht die ganze Zeit über die Eulen stolpern.
Vielleicht finden wir dann gleich das eine Schloss schon mal. So, ab ins Tarnfeld. Da sind wir. Natürlich kommen wir wieder auf dieser Seite raus. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Straightforward raus. Das ist die schnellste Möglichkeit, zur verborgenen Schlucht zu kommen. Und die Laterne können wir uns dann halt in der Schlucht holen. Dann müssen wir uns nämlich hier nicht damit aufhalten, da reinzugehen, die zu suchen, dann wieder zurück zum Fluss zu gehen. Dann können sofort da halt eben rüber. So. Aber tatsächlich, dieser DLC ist. Ja, nicht, dass die Stromschnellen immer da zu laut sind. Dieser DLC ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen strukturiert, dass du wirklich mehr, also der ist darauf ausgelegt, dass du mehrere Loops zum Erkunden auch brauchst, weil du dir halt vielleicht Wege verbaust oder erst dann beim nächsten Mal, wenn du da wieder durchgehst, dass halt das, ja, das nächste bisschen siehst, dich dann mal zu der einen Seite schickt, dann wieder zu der anderen. So. Gut. Gut, 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 gut. Ah, okay. Das Zahnrad war von dieser Seite kaputt. Dann müssen wir ja einmal das Zahnrad betätigen. Ja, eigentlich krass, ne? Teilweise so hoch entwickelt, diese Eulenrasse. Aber dann in manchen Gebieten dann doch wieder so traditionell oder rückständig. Ob das. Ich meine, okay, Designentscheidung, ja, klar. Aber, Dia-Projektoren. Ich bin ja gespannt, wann das Videokassetten-Revival kommt. Weil wir hatten ja schon mal ein kleines Revival, was zumindest Hörkassetten angeht. So. Und wie viel dann auf einmal bestimmt dann Videokassetten wert sind. Aber es gibt doch dann bestimmt auch keine VHS-Rekorder-Hersteller mehr. Und wer hat denn überhaupt noch einen Buntstift, um die Kassetten wieder vernünftig aufzudrehen? Wenn du mal wieder einen schönen blöden Salat hattest im Videorekorder. Oft genug gehabt. Oder die Videokassetten, die man natürlich nicht wie heißt es? Überspielen konnte dann oder wolltest, dass sie nicht überspielt werden können. Da muss man so eine kleine Ecke da rausknicken aus der Kassette. Dann konntest du die nicht überspielen. Und wenn du sie aber dann doch irgendwann wieder entschieden hast, ja doch, das möchte ich überspielen, dann hast du einfach Tesa drüber gemacht. Also diese alten Zeiten. So, okay. Lernen wir kurz auswendig, wo wir denn lang müssen. Ja, wir müssen erst auf die andere Seite rüber, damit wir da hinkommen, ne? Guck mal, das geht nachts auf, damit wir uns da verstecken können. Dann müssen wir höchstwahrscheinlich hier rüber. Dann hier runter.
Da sitzt natürlich einer. Düsen. Also hier rüber, guck mal, da können wir uns dann wahrscheinlich... Boah, die ganzen Türen gehen dann ja auf, ne? Wenn es dunkel ist. So. Geht's hier runter? Dann könnte... Ah, okay, guck mal, dann könnte man hier durch. Man könnte querfeld einlaufen, hier durch. Und dann dahin. Und dahin. Auf jeden Fall müssen wir dann... Mussten wir hier hoch? Genau, wir mussten hier hoch, damit wir hier rüberkommen. Oh Gott. Damit wir diese Brücke hinbekommen. Und dann hier rüber gehen, damit wir wieder zurückkommen. Ob das wohl gilt, dass wir das jetzt, wo wir das hergestellt haben? War das gerade der Damm, der gebrochen ist? Jetzt, wo wir diese Brücke hier schon haben, müssen wir die gleich wieder herstellen? Das würde mich jetzt tatsächlich schon interessieren. Weil dann können wir ja sonst eigentlich hier direkt runter und rüber. Dann haben wir uns tatsächlich eine Menge Arbeit erspart. Und können dann da gleich rein. In diesen wurzeligen, bisschen aussehend wie ein Mangrovenbaum. So. Dann gehen wir hoch. So. Und wenn dem jetzt gleich nicht so sein sollte, ja, dann müssen wir ein bisschen mehr Laufarbeit leisten. Die kriegen wir aber auch irgendwie hin. Mögen die da hinten nicht? Warte mal. Nee, ich komme von dieser Seite dahin. So, bitte Brücke sei da. Ich habe keinen Bock, diesen ganzen Weg da drum herum zu nehmen. Aber wahrscheinlich, weil die Lichter aus sind, ist die Brücke auch weg. Na klar. Das war doch, das war klar, dass das passiert. Okay, dann müssen wir hier rüber. Dann höchstwahrscheinlich irgendwie querfeld ein, damit wir da hochkommen. Was hat er uns gesehen? Nein! Wie? Wie bitte? Okay, unten kommen wir nicht einfach durch. Oh. Mit dem Gewummer ist es dann tatsächlich auch gar nicht so leicht, die Schritte zu hören. Es ist generell in diesem Spiel, habe ich den Eindruck, gar nicht so leicht, das mit den Schritten hören zu können. Ich könnte mir nachher bei YouTube mal einen Guide angucken, wie man hier leicht durchkommt, aber das will ich eigentlich gar nicht. So, okay. Versuchen wir... Also, theoretisch gibt es ja nur eine Eule, die hier lang geht. Autsch. Nein! Nein! Kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, erschrecke ich mich da jedes Mal. Hatte ich auch schon bei Subnautica so schlimm. Oh.
Mich würde es mal interessieren, wie das funktioniert mit weniger Schreckmomente, dass man wahrscheinlich sieht man die Eulen dann halt eher auf einen zukommen, ne? Oh, ist das ärgerlich. Wie soll ich denn an diesen Eulen vorbei? Aber guck mal, diese Lampen kann ich auch nicht anmachen. Das nervt mich gerade. Hier durchgeschafft. Oh, ich dachte gerade, das wäre eine Eule. Schnell hier hoch. Wahrscheinlich ist da oben auch noch eine. So. Jetzt bloß keine Überraschung mehr. Dann dürfen wir es schaffen. Okay, da kommt von draußen die Flut her. Okay, da kann ich so rüber. Wow. Wow. Ernsthaft, ouch. Oh wow, große Halle. Viele Dias. Sag mal, ob das eine Dia-Übertragung. Oh, das ist bestimmt einfach eine Dia-Übertragung in die Traumwelt gewesen. Okay. Bitte, bitte. Oh, da soll ich jetzt ein Artefakt einsetzen. Verarsch mich nicht. Oh Gott. Okay, da kann ich ein Dia einsetzen. Aber wenn ich jetzt das hier einsetze, dann. Oh mein Gott. Was war das? No way, oder?
Alter, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Aber das können wir auch gar nicht sonst so wegpacken, ne? Oh, guck mal. Können wir das jetzt wahrscheinlich öffnen? Das sehen wir von hier aus ja nicht. Aber jetzt können wir zurückgehen. Und dann das Ding gleich wiederholen. Und uns das aus der Ferne anschauen. Oh, ist das geil. Oh, ich liebe ja solche Mechanikspielereien, ne? Aha. Okay, gucken. Machen wir mal jetzt hier ein bisschen Diashow. Ein bisschen Geschichte. Da geht's. Okay. Ja, das ist ja genau das, was wir jetzt gerade herausgefunden haben. Aber kann ich denn tatsächlich auch meine Laterne einfach so auf den Boden fallen lassen? Das wäre ja auch als nächstes noch eine Frage, ne? Weil so könnte ich mir das natürlich auch richtig einfach machen, auch Wege zu finden. Okay, ach guck mal, hier geht's um die... Ah, das haben wir glaube ich schon gesehen, ne? Die sind dahin, haben ganz viel Heimweh. Ach so, die haben dann diese Traumwelt erstellt und sind dann alle in einen Stasis-Schlaf gegangen. Okay. So. Irgendwie noch mehr Dias. Ah, guck mal, wir können so da jetzt noch nicht ran. Dann müssen wir das jetzt einmal rausnehmen. Da müssen wir wahrscheinlich von hier irgendwie es hinbekommen, auf die diese Tür zu scheinen. Kann das sein? Können wir das? Können wir das denn? So, warte mal. Geht das? Ja, Tatsache. Tatsache, das geht. Aber guck mal, das ist auch... Das ist auch hier immer noch verbrannt. Das ist natürlich suboptimal. Okay, aber kann ich das... Mhm. Guck mal, und dann komme ich hier raus und dann kann ich die Struktur der Dinge sehen. Muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Okay, diese Tür kriege ich so jetzt hier nicht auf. Wieso nicht? Und außerdem nützt es mir nichts, weil ich ja die ausgebrannte Kombination nicht sehen kann. Ob es was bringt? Nein, die Dias, die sind doch alle eingescannt. Aber ich meine, das ist jetzt schon mal eine ultra nette Info, das macht... Können mich dann überhaupt die Eulen nachher auch sehen? So, warte mal, wenn ich das Ding jetzt hier wieder wegschicke, was passiert denn eigentlich? Habe ich dann... Okay, da ist nichts Besonderes. Ich lasse das da jetzt mal stehen. Ich möchte mal gucken, ob ich da hinten dann... Nee.
Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen schade. Ich dachte, wir bekommen dann noch irgendwie einen besonderen Zugang. Okay, da hinten sind... Ah, da ist der Turm gefallen, wahrscheinlich. Ja, toll, aber was hat uns das hier jetzt gebracht? Nur, dass wir diese Kombination immer noch nicht kennen. Und dass der Loop hier schon gleich vorbei ist, ja. Wird auch schon so langsam Zeit, ne? Ja. Warte, da kann ich hier vom Aufzug aus vielleicht die Tür da hinten öffnen. Ich glaube es zwar nicht. Ah, nee. Nee, wie auch. So. Probe auf Exempel. Nice. Guck mal. Oh. Wir sehen sogar, dass da hinten ein Typ ist. Guck mal, ich glaube, der hat gar nicht mitbekommen, dass es uns gibt. Ich werde mal weiter ohne unser Licht gehen. Guck mal, da können... Guck mal, da ist eine unsichtbare Brücke. Abgefahren. Kann ich die jetzt mitnehmen? Ja. Ich werde nicht mehr. Guck mal, es gibt eine Abkürzung für uns, wie wir da hinkommen. Nicht dein Ernst. Leute, unser Leben wird gerade so viel leichter. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Und da war der Phantommond erst ganz weit weg und jetzt ist er direkt über uns. Ja, wieder und weiterhin in Outer Wilds. Und wir bemerken das Echo des Auge des Universums immer stärker. Also dass wir tatsächlich beim letzten Loop jetzt hier einfach mal... jetzt auch nicht, da haben wir schon alles gefunden. Ja, dass wir ein paar Geheimnisse herausgefunden haben. So, die Markierung ist noch da. Und zwar, dass wenn wir in der Traumwelt sind, wir unsere Laternen einfach beiseite legen können. Damit wir tatsächlich den Source Code dieser Traumwelt uns anblicken können. Und einfach mal unsichtbare Brücken sehen, um uns Abkürzungen dort anzuschauen. Und die Bewohner können uns in der Zeit nicht sehen. Das heißt, wir können jetzt direkt uns die erste Laterne gleich unten schnappen und dann mal den Wald erforschen und mit Weitblick endlich sehen, wie man da hinkommt. Oh, das ist so krass. Oh, das ist so toll. Ich freue mich gerade voll. Und dass das schon wieder noch ein weiteres Level an, ja, wir wissen, was wir machen. Wir wissen, dass das Matrix-mäßig ist, was wir da mit der Traumwelt machen. Und wir nehmen das als Spielelement mit rein. Wahnsinn. Das ist wirklich super gemacht. So, ich weiß, da hinten gibt es ja noch gleich ein Floß, deshalb. So.
kann ich auch gleich einfach hier ins Wasser springen. So. Okay. So, wir wissen ja, wo die Geistermaterie ist. Wir sind jetzt hier schon so oft gewesen. Es geht direkt zum Schrein. Wir halten uns gar nicht mehr so viel jetzt damit auf, dass wir noch eben ein, zwei Sachen herausfinden müssen, sondern wir machen einfach. Und wir lassen uns von den Eulen nicht mehr so sehr erschrecken. Es wäre schön, wenn ich hier ohne Herzinfarkt bei Outer Wilds mal rauskommen würde. Natürlich, sobald wir das Echo des Auges hier durch haben, steht ja immer noch mal das Ende von Outer Wilds an. So, da sind wir. So. Tatsache, ich würde das eben nur hier vorne schon mal hinlegen. Ach scheiße, aber erstmal muss ich mir irgendwie Licht machen, damit ich überhaupt weiß, wohin ich gehen kann. Ich kann da hinten, da hinten. So. Kann ich hier schon gucken? Ja. Ist das Boden? Ja, das ist Boden. Guck mal, ich könnte hier durch den Wald. Hier ist aber auch dann schon Ende. Also im Prinzip gibt es hier im Wald bestimmt nichts zu finden. Sieht jetzt gerade nicht danach aus. Nö. Guck mal, hier kann man schön durchgehen. Das sieht bestimmt, wenn man sich das genau anschaut, interessant. Guckt euch mal einfach das an. Das ist doch genial gemacht. Also wenn es zu Outer Wilds nicht irgendwie einen Nachfolger im Herzen oder so gibt. Ey. Nee. Das geht doch nicht. Das müssen sie machen. Nee, warte. Hier ist... Aber wenn man direkt hier links lang geht, dann kann man hier bestimmt... Nee, warte mal. Dann kommst du hier hoch. Gibt es da hinten vielleicht eine Hand oder so? Weil du musst ja hier hochkommen irgendwie, aber du kommst ja von hier aus bestimmt da nur runter, ne? Ja. So, ich gehe nochmal hier weiter lang. Ach so, dann kommt man wahrscheinlich von hier aus. Kann man hoch, ne? Haben wir das schon mal gemacht? Nee, ne? Guck mal, dann kann man hier... Jetzt sag nicht, dass wir wahrscheinlich solche Brücken halt erstmal überhaupt herstellen müssen. Dann gehen wir doch erstmal hier rein. Beschwören diese Brücke und gucken uns dann den Rest an. Boah, das ist toll. Das ist eine krasse Mechanik. Ich meine, allein diese Mechanik und das halt komplett zumachen, damit man nicht gesehen wird, ist schon eine tolle Mechanik. Aber wow. Ernsthaft, da musst du doch erstmal drauf kommen. So. So, das war hier rum und dann hier zwischendurch wieder rein. Ja. Ich frage mich gerade, ob ich überhaupt hier schon, also ich sag mal jetzt, an dieser spezifischen Stelle war. Ob ich das da hinten überhaupt schon mal angemacht habe. So, okay, legen wir einmal das Ding da hin und gucken mal, was uns da hinten erwartet. Das ist wahrscheinlich einfach eine Abkürzung, ne? So, da hat man... Guck mal, da hinten ist eine unsichtbare Brücke. Na, warte mal. Ich hole jetzt eben die Laterne, dass wir eben das... damit wir nicht zu weit laufen müssen. Weil ich glaube, bis da hinten... Hier siehst du, guck mal, da hinten sind sie am Patrouillieren. Und ich denke, dass es bis ungefähr da mit der Laterne kein Problem sein sollte, die da liegen zu lassen. Ich will ja einfach nur wissen, wie muss ich gehen, damit wir halt nicht erwischt werden.
Und ich kann mir tatsächlich auch total vorstellen, dass es tatsächlich die Methode ist, wie. Ich glaube, der Damm ist gerade gebrochen. Ah nee, die Sonnensegel, die sind aufgegangen. Also wir haben nicht mehr so ultra viel Zeit. Aber das war jetzt, glaube ich, gerade richtig gute Lernzeit, die wir hier investieren, damit wir wissen, wie wir hier lang gehen müssen. So, also wenn ich hier sofort rechts gehe. No way. Guck mal, wäre denn einer von euch darauf gekommen, dass es da eine Treppe nach unten gibt? Ja, okay, hier gibt es halt die Brücke, aber das ist dann auch schon alles gewesen. Da gibt es eine Treppe nach unten. Da kommt doch niemand drauf. Aber haben wir hier denn eine versteckte Brücke drüber? Nee, ne? Da hinten sind wir rüber, ja klar. Und dann können wir hier runter. Hier durch. Im Prinzip langsam. Scheiße, wir hätten denen einfach folgen sollen, ne? Ganz langsam. Und hoffen, dass die uns nicht bemerken dabei. Können die mich denn bemerken? Okay, guck mal. Dann sind wir hier. Und dann kommen wir darüber. Das machen wir. Ich weiß jetzt halt natürlich nicht, das ist jetzt Probe aufs Exempel, ob wir hier auch in dem Zustand, ob die uns überhaupt sehen können, weil da vorne wird jetzt einer sein. Ja, können sie, wenn wir denen dann zu nahe kommen. Uff, ouch, my bones. Okay, ich wurde tatsächlich von denen richtig gebrochen, statt einfach, dass das Licht ausgepustet wurde. Interessant. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt von dem Dammbruch da hinten nochmal hin. Und ob das uns dann gleich was bringen wird. So. Gehen wir hier oben. Oh Gott, ich dachte schon. Hell no. Genau, ich muss mich hier hinstellen. Da ist die Hand. So. Und wir gehen hier lang. Und versuchen einfach das eine Lichtlein hier zu finden, was eigentlich hier vorne sein sollte. Aber ich denke, wir folgen einfach dem da. Das wird wahrscheinlich das sicherste sein. So, ich werde noch einen Moment warten, bis ich weitergehe. Jetzt sollte das. Oh, so. Ich mag das jetzt auf einmal noch. Ich mag das total, dass jetzt gerade noch so eine Spielmechanik irgendwie dazugekommen ist. Das macht es außerdem auch nochmal viel interessanter, das Ganze hier zu erforschen. Müssen wir kurz warten. Hören wir endlich mal ein bisschen Kultur von denen, ne? Ich warte, bis da drinnen ist. So.
Oh, hell. Hölle. Hätte ich hier denn jetzt... Aber was hätte ich denn da jetzt machen können? Ich meine, wir haben den Hinweis mit der Platte bekommen. Aber was machen wir denn jetzt mit dieser Information? Weil, sorry, aber wie soll ich denn da durchkommen, dass ich da hinten durch das Feuer gehe? Ja, und jetzt ist sowieso gleich zu Ende. Jetzt werde ich gleich aufgeweckt. So. Na komm, weck mich auf. Ja, okay. Und hier können wir uns jetzt sicher sein, ja, die sind einfach alle jetzt gestorben, weil die tatsächlich nur noch in der Traumwelt existieren konnten. So, okay. Kriegen wir das Schiffchen noch irgendwie da hinten? Weil dann können wir jetzt eigentlich da rechts rein. Ach, scheiße. Weißt du was, das kriege ich auch so hin. So, wir dürfen bloß nicht zu weit nach links kommen. So. Und hier soll jetzt irgendwie das andere Dia zu finden sein. Irgendwo. Eigentlich da direkt am Baum, hätte ich jetzt gedacht. Ach ja. Okay. Gucken wir mal, wie wir denn von der anderen Seite hier hingekommen wären. Gar nicht, ja? Okay, von hier aus hätte es eine Brücke gegeben. Okay, wir sind hier in einer Höhle, ja, klar. Und hier geht's irgendwo hoch. Ah, okay. Ach, natürlich hier wieder in diesen Dia-Raum, okay. Das heißt, wir können tatsächlich auch nur von dieser Seite da dran. Okay, gut. Kann ich akzeptieren? Hier... Scheiße. Ja, ich hätte dieses Artefakt weglegen sollen. Weil im Wasser kann ich das nicht. Okay, gut. Ich packe das Artefakt hinten in den Dia-Raum rein. Dann holen wir das Dia. Und dann gucken wir mal, was da drauf ist. Dann haben wir halt alle Dias, die wir im Prinzip brauchen. So. Na komm schon. Ja, holen. Nein, falsch. Oder war es doch richtig? Nee, wir mussten noch hier durch ein paar Regale durch. So. Okay. Holen wir uns das Dia, was uns noch fehlt. Oder könnte... Wisst ihr, was ich gerade denke? Könnte es sein, dass wir die verbrannten Echo, also die 1, 2 und 3 Klang-Dia-Filme, ob wir die zu diesen Traumdingern bringen müssen, um die nochmal zu scannen? Könnte das sein? Ich könnte mir das zumindest vorstellen. So, das Artefakt nehme ich dann schon mal rüber mit, falls wir da gleich noch rein wollen, bevor das
Ernsthaft, das schaffen wir doch niemals, bevor das Ding umfällt. So, ich lasse es trotzdem hier liegen und nehme eine Laterne mit. Ich bin total motiviert, das hier mal ein bisschen mehr durchzuspielen. Natürlich, das Ganze braucht jetzt hier total lange. Aber wow. So, guck mal. Da ist jetzt der Zweiklang. Das ist der letzte von den Verschlüssen, die uns noch fehlt, der uns noch fehlt. Bitte was? Wo ist das denn? Durch irgendwas zerstört ist durch. Dann über so ein Ding rüber, er gibt's darüber. Und der verschwindet dann. Er geht wieder zurück, portet sich rüber, macht das aus, damit er da runtergehen kann. Oh. Hölle. Was zur Hölle? Also mal ernsthaft. Was geht denn hier ab? Also das ist scheiße komplex mittlerweile hier geworden. So, ich spule zurück, damit ich überhaupt erstmal weiß, wie kommt man denn dahin? Okay. So, wir sind noch immer noch im Dia-Raum. Wir holen unsere Laterne mal. Vielleicht schaffen wir es nämlich noch, einmal rüber zu kommen zur Glocke, um da tatsächlich nochmal zu gucken, was man so finden könnte. Haben wir noch ein Floß? Ja, da vorne ist ein Floß. Und hier ist es tatsächlich ziemlich egal, ob wir jetzt links, rechts durchgehen. Hauptsache, wir kommen hier durch. Oh, gutes Ding. Ich bin dann im Überlegen tatsächlich auch nochmal einfach... Also ich darf nicht zu sehr in den Rand wahrscheinlich kommen, sonst werde ich geröstet. Also was ich mir vorstellen könnte... Dass ich einfach nochmal einen Loop mich einfach nur mal da ins Aussichtsdeck stelle, um zu gucken, wie das denn so ist, wenn wir einfach mal das Sonnensystem beobachten, sehen, wie die Sonne wächst, die Sonnensegel aufgehen, wir von der Supernova weggehen und wie schnell dieser Stern vielleicht in der Ferne verschwindet. Ja, das finde ich halt, das finde ich interessant. Und was ich unbedingt nochmal testen will, was passiert ist. Was passiert denn, wenn ich diese Laterne an einem ganz normalen Lagerfeuer teste? So, machen wir doch nochmal ein Nickerchen. Hier können wir die Laterne gleich mal wieder liegen lassen. Aber die brauchen wir für den Fahrstuhl. So. Haben wir jetzt... Tatsächlich denn noch mal ein bisschen Zeit oder pressiert es wieder zu sehr gleich? Okay, da ist der zweite Turm umgefallen, das heißt, es ist schon gleich wieder Ende. Uff. Okay. So. Genau, also wir müssen halt hier überall etwas eingeben, damit wir entsprechend weiter... Nein, 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 nein. Das sind die Wegglocken. So.
Mal gucken, wenn ich jetzt hier aus dem... Okay, da ist ein Wachfeld. Hier sind versteckte Plattformen, die dann... Könnte ich das auch so herausbekommen? No way, guck mal. Was ist dafür ausgelegt, dass wir diese Kombination gar nicht suchen müssen? Ernsthaft, wie kommt man denn darauf? So, Einklang. Stern. Ich glaube, wir nehmen uns in der nächsten, im nächsten Loop einen kleinen Moment Zeit, genau hierfür, damit ich einmal die Kombinationen aufschreibe. Es würde mich natürlich noch interessieren, was wir alles in der Bibliothek finden können. Das sind bestimmt richtig gute Informationen. So, was ist der Einklang? Gehen wir mal rüber. Gucken, was passiert. Wer weiß, ob wir das noch schaffen, bevor wir wieder in unseren alten Körper reinbuxiert werden. Mal gucken, was passiert. Eins der Schlösser dürfte ja jetzt verschwinden, oder?